Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, in der derzeitigen Diskussion wird zum wiederholten Male unsauber und unfundiert argumentiert. Eine Herabsetzung der Regelgeschwindigkeit auf 30 km/h hat nicht nur Vorteile, sondern auch gravierende Nachteile. Sicherlich macht die punktuelle Absenkung der Geschwindigkeiten vor Schulen, Kindergärten und Seniorenheimen Sinn, da bin ich Ihrer Meinung. Aber auch hier sollten bauliche Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um einen gleichmäßigen und zügigen Verkehrsfluss zu gewährleisten und diesen nicht zu behindern. Herr Noack, auch ich habe in einem kleinen Selbstversuch, in dem ich zweimal durch die Stadt Dresden gefahren bin, meinen Bordcomputer programmiert und habe hinterher festgestellt, dass ich zu einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 30 km/h kam. Wo wollen Sie hin, liebe Grüne? Ich war aber etwas schneller zwischen den roten Ampeln, richtig. Geschwindigkeitsdurchschnitt 18 km/h. Die AfD vertritt die Meinung, freie Fahrt für freie Bürger, wo immer es gefahrlos möglich ist. Durch die Verengung von Straßen und ähnliche verkehrsberuhigende bauliche Maßnahmen erhöhen sich die Emissionswerte, zum Beispiel von Stickstoff, um bis zu 260% und der Verbrauch der Fahrzeuge um bis zu 20%. Von den Anwohnern gar nicht zu reden, die durch das Herunterschalten, Anhalten, Anfahren zusätzlich in den Wohngebieten belastet werden. Es gibt einige Städte, die diese baulichen Maßnahmen nach einigen wenigen Jahren wegen massiven Protesten aus der Bevölkerung zurückgebaut haben. Ein weiteres Beispiel: Sprechen Sie mal mit Bürgern aus der Gemeinde Hohndorf im Erzgebirge, denen unter anderem auch von der CDU schon vor Jahren eine Umgehungsstraße versprochen und nun als Zwischenlösung zur Geschwindigkeitsreduzierung des Durchgangsverkehrs und dessen Kontrolle eine fest installierte Messanlage aufgestellt wurde. Das Abbremsen und Herunterschalten, gerade in den Nachtstunden, ist zwar nun unerträglich, positiv ist jedoch, dass nun die Kasse damit gefüllt wird. Wenn wir vielleicht in ferner Zukunft ausschließlich E-Fahrzeuge besitzen, könnte die Situation in puncto Lärmbelästigung eine andere sein. Doch da sind wir lange noch nicht angelangt. Vielleicht stehen ja mal alle Fraktionsmitglieder der Grünen auf, die tagtäglich in ihrer Vorbildfunktion als Grünpolitiker mit einem E-Mobil fahren. Ja, das ist ja eher übersichtlich. Naja, Wasser predigen, Wein trinken, kennen wir ja. Der zu erwartende Schleichverkehr kostet zusätzlich Zeit und damit Geld. Diese Problematik wurde auch schon von der CDU erkannt. Sie forderte bereits 2012 eine Erhöhung der innerörtlichen Geschwindigkeit auf 60 km/h auf geeigneten Straßen. Der immer wieder benannte Sicherheitsaspekt muss auch genauer beleuchtet werden. Da der Anteil der geschwindigkeitsabhängigen Personenschäden 15% beträgt und sich die Anzahl der Personenschäden von 1995 bis 2009 auch ohne diese großflächigen geschwindigkeitsreduzierenden Maßnahmen halbiert hat. Quelle ist übrigens das Statistische Bundesamt aus 2009, nur zur Information. Der vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur vorgelegte Entwurf wurde bisher auch nur zur Kenntnis genommen und bedarf noch der Zustimmung des Bundesrates. Diese sollte zumindest abgewartet werden. Die von Ihnen vorgebrachten allbekannten Argumente ziehen daher nur im geringen Umfang. Ein Vorpreschen mit der geforderten Tempo 30 Regelgeschwindigkeit in sächsischen Städten lehnen wir schon deshalb ab. Es hat sich schon bestimmt bis zur grünen Fraktion herumgesprochen, dass die AfD-Fraktion nicht nur meckert, sondern auch gute Einzellösungen anbietet. Hier ein Lösungsvorschlag von der AfD-Fraktion. Intelligente digitale Verkehrswechselschilder einführen, die mitunter verschiedene Tempovorgaben in den Örtlichkeiten anzeigen. Diese sollten gleichfalls zeitlich begrenzt geschaltet werden, zum Beispiel bei Stau, starken Regen, Wildwechsel, Schulbetrieb, verkehrsteilnehmenden Kindern und Senioren, also für konkrete Gefahren, welche für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer tatsächlich ein Tempo 30 oder sogar darunter erfordert. Im günstigsten Fall aber auch eine Heraufsetzung der erlaubten Geschwindigkeit, um den Verkehrsfluss zu erhöhen. Sie, liebe Grüne, Sie sind die Partei der Verbote. Sonntagsfahrverbot, Motorrollerverbot, Glühbirnenverbot, Nachtflugverbot, Heizpilotverbot, Fleischverbot an Wochentagen in der Schule, Verbot von Tieren im Zirkus, Verbot von Weichmachern in Sexspielzeugen, nein, Sie mögen es halt wahrscheinlich etwas härter, ja? Verbot von Selbstbestimmung der Fahrgeschwindigkeit auf Autobahnen, Verbot von Ponyreiten auf öffentlichen Veranstaltungen, Veggie Day, Fleischverbot an einem Tag, Verbot von Schusswaffen in Privathaushalten, Verbot von Erste-Klasse-Abteilen in Zügen, Böllerverbot.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.